Willkommen zu Dragon Ball Z Kakarot. Ja, konnten wir nicht verhindern. Dafür haben wir in Papaya City ein Sidequest. Ich fürchte, dieser lästige Son Goku wird noch einen nervigen Wunsch haben. Das heißt, Son Goku muss herkommen. Na toll. Wie viele Z-Dinger gibt es denn hier? Weil das ist ja ein relativ kleiner Bereich, ne? Ach, da zählt die andere Insel auch noch mit zu. Nee, dann hole ich die wieder offscreen. Muss ich mal irgendwann machen. D-Medaillen, nicht Z-Medaillen. Ich sag immer Z-Medaillen. Aber die heißen gar nicht Z-Medaillen. Eider! So gerne wie Son Gohan Tiere mag, müsste eigentlich Vegetarier sein. Naja. Eider! Ah, vielleicht weiß Son Goku, was zu tun ist. Keiner will mit Son Gohan spielen. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie sonst, nur umgekehrt. Was gibt's denn hier zu tun? Wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, was Son Goku treibt. Ich kämpfe auf keinen Fall bei den Zeltspielen mit, sollte aber trotzdem trainieren. Alle wollen nur mit Son Goku spielen, aber wir können ganz viel trainieren. Schaut euch das mal an. Schnellfeuer-Kiewelle, Kamehameha, Super Drachenflug, geführt Hamasenko. Ja komm, dann wird das hier eine Trainingsepisode. Fuck it. Dachte, meins wäre schneller. Tschüss, Vergangenheit, ich. Sobald wir das nächste Mal wieder eine große Gruppe haben, werden wir auch ein bisschen was zu essen kochen. Ein Superkrieger wird geboren. Da-da-dam. Das Schnellfeuer-Kiewelle erlernt. Direkt weiter. Kamehameha. Let's go. Voll ins Nichts. Richtig belohnt. Ich habe übrigens mal mir im Sale die Naruto Ninja Storm Trilogy Shippuden Edition bla 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 geholt. Die Switch. Die ist ja auch von, ich glaube, den gleichen machen, die das hier gemacht haben, aber auch von Cyber Connect. Spielt sich tatsächlich sehr ähnlich von der Steuerung. Und erklärt, warum sich das hier so anders spielt als Xenoverse. Weil sie sich viel mehr an der Ninja Storm Serie anscheinend orientiert haben. Also wer Naruto mag, für den ist das auch ein Tipp. Spielt sich auf der Switch ganz gut, man kann einfach ein paar Missionen wegmachen, ein bisschen Story wegmachen, wenn man abends Bock hat. Das ist jetzt so meine abendhalbe Stunde verbringe ich immer in Konohagakure. Oh, da habe ich ein Item genommen, ne? Glaube ich. Einmal aufladen.
coole Attacke, Piccolo. Aber nicht cool genug für mich. Die mit ihrer Power Armor. Double KO. Kamehameha erlernt. Rüsten wir gleich aus, ne? Wir gucken erstmal, was wir leveln können. Cool, wie unser Kindheits-Ich. Au. Ich habe übrigens auch die Dragon Ball Super Manga weiter. Ich muss gestehen, ich habe die letzten 3-4 Bände nicht gelesen, einfach nur gekauft und ins Regal gestellt. Weil ich nicht Lust hatte, schon wieder das Turnier nochmal zu sehen, nachdem Super ja noch nicht so lange her ist. Allerdings habe ich jetzt beim Durchblättern gesehen, dass in dem aktuellen Band, den es schon gibt, die Story nach dem Turnier weitergeht. Das heißt, wir sind jetzt im deutschen Manga auf dem Stand, der nach der Serie spielt. Das heißt, ich werde mir eventuell heute Nachmittag oder die kommenden Tage mal die Manga in die Hand nehmen müssen und mich mal wieder auf dem aktuellen Stand bei Dragon Ball lesen. Piccolos haben es ganz schön in sich, ne? Wenn sie nicht gerade stillhalten und Tonkraum schießen. Spielen. Bring it. Gottolo. Jetzt aber. Keine Spielchen mehr. Super Drachenflug gelernt. Geführter Masenko. Fangen wir diesmal mit Piccolo an, oder? Ich hätte es wohl gerne, dass du hier aufbauen darfst. Irgendwen habe ich getroffen. Oh, wie geil die Explosion auf dem Wasser aussieht. Oh, Mini-Mi. Mini-Mi? Warne dich. Ich
Doch. Jawohl. Warum sieht man eigentlich seine eigene Betäubungsleiste nicht? Boom. In die Fräse. Und dann geht's auf 50 erst weiter. Welchem Level haben wir jetzt? 49? Wie viel Erfahrung fehlt uns denn noch bis 50? Wir heilen uns erstmal kurz. Essen. Haben wir noch eine Mahlzeit? Wenn dann oben, ne? Oh, wir müssen ein bisschen kochen. Gut, wir suchen uns einen Kochplatz. Aber wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir noch? 731.000. Was kriegt man denn so für einen Kampf? Sollte ich mich erst heilen. Da kann man kochen. Okay, dann kämpfen wir halt. Jetzt habe ich nicht geguckt, was waren das? 164.000 oder 16.000? Okay. Well, shit. Ich kann euch alle überfahren. Falsch gedacht. Erstmal eine Angriffskrone. So. Ich bin schon wieder vom Feuer weggeflogen, oder? Das passiert mir gerade die ganze Zeit. Ja, klar schaffst du das. Das sind Red Ribbons. Nur weil das ein neues Modell ist, heißt das nicht, dass sie stärker sind als die, die du als kleines Kind besiegt hast. Will seinem Vater näher kommen? Meint er von der körperlichen Kraft oder meint er tatsächlich näher kommen? Im Sinne von Family. Man weiß es nicht. Ja, Ki-Angriff wäre doch nice, ne? Hier.
Ah, besser. Wir sind wieder fit. Ergo. Meter. Können wir jetzt endlich Dodoria und Sabon verkloppen. Ach, Leute. Was für eine Aktion. Geros Computer noch alles ausspuckt, obwohl er tot ist, ne? Das ist ja schlimm. Ich hoffe, er meint, dass er sie gefunden hat. Sieht lecker aus und nicht Dodoria. Was ist das? Achso, Trainingsgedöns. Dann bist du jetzt nicht mehr böse? Wovon zur Hölle redest du? Dodoria wurde mit den Dragon Balls zurückgeholt. Verpasse ihm eine Abreibung und sorge dafür, dass er seine bösartigen Aktionen aufgibt. Kraft ist Gerechtigkeit. Oi, wer zum oi. Teufel bist du? Mit einem Trottel wie dir will ich nichts zu tun haben. Wir sind uns schon mal auf dem Planeten Namek begegnet. Ach stimmt, da war ich kein Super Saiyajin. Pff, wovon zur Hölle schwafelst du da? Moment. Hast du eben Namek gesagt? Du bist der kleine Penner, der mich da getreten hat, oder? Das hattest du verdient für das, was du den Bewohnern von Namek angetan hast. Warum muss ich mich mit einer so erbärmlichen kleinen Heulsoße wie dir abgeben? Ich habe mit bloßen Händen ganze Planeten vernichtet. Und das kann ich auch mit dir machen, du Penner! Dann mach dich mal auf ein böses Erwachen gefasst. Ich bin jetzt viel stärker. Ach ja, du siehst immer noch genauso schwach aus. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch mal auf deinen Scouter. Was so? Da siehst du, wie stark ich bin? Der Scouter muss kaputt sein. So stark kannst du nicht sein. Dann Schluss jetzt mit dem Quatsch. Ich werde einfach drauf losprügeln. Dann mach das mal. Not even a scratch so far. Und so bleibt's wohl auch. Oh, so stark. Schwöre mir, dass du niemals wieder etwas Böses tun wirst. Ich schwöre es. Ab sofort wirst du deine Kräfte für das Gute einsetzen. Versprochen. Und wir alle glauben ihm natürlich. Das wird uns nicht hinterher zurückkommen und in den Popo beißen. Dodoria, Seelenabzeichen. Das Seelenabzeichen verteilen wir gleich. Zusammen mit dem von Sabon. Richtig erkannt, mein Freund. Was willst du? Sabon wurde mit den Dragon Balls ins Leben zurückgeholt. Kämpf gegen ihn und zeig, wie stark du bist. Kraft ist Schönheit. Ich bin hier, um mich zu vergewissern, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich verstehe. Du hast mich also wiederbelebt und auf diesen Planeten gebracht. Diesen seltsamen Planeten. Aber ich habe dich anders in Erinnerung. Moment, du weißt, wer ich bin? Hältst du mich etwa für einen Trottel? Du hast jetzt eine andere Haarfarbe, aber du bist dieser lästige Junge von Namek, oder? Das spart mir dann wohl einiges an Zeit. Du musst mir versprechen, dass du keine Schwierigkeiten mehr machst. Ich fürchte, das kann ich nicht versprechen. Was?
Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Also gut, ich komme. Wording, Son Gohan. Wording. Oh nein. Zieh mir nicht eins ab. Was passiert? Ich habe nichts gesehen. Ich verstehe. Du bist wirklich stark. Ich flehe dich an. Bitte schwöre dem Bösen ab. Ich habe gesehen, was ihr auf Namek angerichtet habt. Ich habe dich schreckliche Gräuel begehen sehen. Und jetzt werde ich von einem Kind verhöhnt. Also gut. Erlaube mir, dir die Kraft zu demonstrieren, von der nicht einmal das Genio-Sonderkommando etwas weiß. Offenbar erschreckt dich meine Stärke. Mich erschreckt vielmehr sein Aussehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du bist tot. Ja, ich glaube nicht. Lass mich mal kurz aufpowern. Fünf Schläge. Okay. Na, willst du immer noch Ärger machen? Ja. Nein, ich habe genug. Hä? Ich erkenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Freezer gleich. Nein, sie übersteigt sie sogar vielleicht. Eine derartige Kraft sollte nicht vergeudet werden. Ich kann dir zeigen, wie man sie richtig einsetzt. Hm, was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über die gesamte Galaxis zu herrschen. Du meinst also... Ja, ich werde mich ändern. Und du wirst noch stärker werden. So stark, dass niemand es wagen würde, uns herauszufordern. Und außerdem werde ich dir jederzeit bei deinem Training helfen, wenn du es möchtest. Was? Die wunderschönen Höhen, zu denen wir uns aufschwingen werden, kennen keinerlei Grenzen. Sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Ja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben. Also sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Weißt du, Timeskip 5 Jahre später, Sabon, Dodoria, Nappa, alle irgendwelche Diktatoren haben die halbe Welt versklavt. Kriegen wir aber nicht mit, weil es dritte Weltländer sind. Doch, Son Gohan war er. Aber ein sehr schlechter Kerl. Nehmen wir noch so einen Bubble mit. Das war ein Stein, keine Mango, aber ist okay. Ich weiß, dass er sich auch vorher bezogen hat. Dann verteilen wir noch kurz die Medaillen, wenn hier nichts mehr am Strand rumliegt. Und beim nächsten Mal können wir, glaube ich, Story weitermachen, weil scheinbar haben wir nicht viel anderes mehr. Seelenabzeichen. Was hast du denn als tolle Sachen? Training. Du kriegst Training plus 4. Und... Training plus 10. Und... Komm, dann kriegst du nochmal Training plus 4, dann ist es Max. Was soll denn der Geiz? Und was ist mit dir? Auch Training. Na gut. Nee, das wollte ich nicht. Nein. Obwohl. Doch, das will ich dir geben. Und jetzt noch das, Jetzt haben wir kein Training plus 10 mehr, ne? Kochen.
Training und Entwicklung plus 4. Ah, hier kriegst du Training plus 6. Und Training plus 4. Verbesserter Scouter. Schön. Du kommst auf das Trainingsboard. Kann ich euch mal alle da draußen platzieren vielleicht? Gibt es dann irgendwas Tolles? Sabon, Dodoria, Genioforce. Bringt nichts. Schade. Kann ich bei dir noch kochen oder so hochpushen? Kochen plus 5 wäre toll. Kochen plus 6 ist auch super. So, Freundschaft geht gar nicht, ne? Na gut. Kochen würde ich trotzdem gerne noch ein bisschen buffen hier bei euch allen. Da geht noch 3. Du brauchst noch 2 für mehr Freundschaft, ne? Das kannst du ja noch ganz gut. Abenteuer. Komm hier. Kriegen wir noch ein bisschen was geschenkt. Was ist mit dir? Lunch. Lunchable. Du hast schon Kochen auf Max. Und Schildkröte hat auch Kochen auf Max. Alle kochen auf Max, alle kochen auf Max. Niemand kocht auf Max. Max ist doch keine Kochplatte. Und beim nächsten Mal machen wir weiter mit Dragon Ball Z Kakarot. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.